Ja, nochmal herzlich willkommen zum dritten Teil des Videos mit Mila. Ja, wir wollten ja ungefähr zwei Videos machen, aber du hast uns so inspiriert und auch erzählt, wie es dir geht. Und natürlich kann man nicht 3 Monate in so kurzer Zeit ja, erzählen. Und deshalb freue ich mich, dass wir noch den dritten Teil machen. Liebe Mila, was würdest du denn so aus deiner jetzigen Situation, Menschen, die auch jetzt in Not sind, in Verzweiflung sind, aber natürlich auch in Österreich. Also es gibt ja auch in Österreich und in anderen Ländern genug Not. Das ist ja nicht nur begrenzt auf ein Land, natürlich in keinem Fall vergleichbar, was jetzt bei euch passiert. Aber es gibt Menschen, die müssen auch überleben, haben auch eine Art Überlebenskampf, vielleicht, dass sie nicht genug zu essen haben oder nicht wissen, wie sie morgen vielleicht Gas oder Strom zahlen oder die Miete zahlen. Also ich glaube, das ist schon eine weit verbreitete Krise. Jeder lebt es natürlich anders. Und nochmal gesagt, in keinem Fall den Vergleich zu einem Kriegserleben. Aber ich glaube, durch deine Erfahrung kannst du Menschen helfen, ihnen vielleicht genau aus deiner Situation, aus so einer schwierigen Situation, und du hast das so wunderbar gesagt, und das möchte ich nochmal wiederholen, vom Opfer zum Schöpfer zu kommen. Was würdest du diesen Menschen sagen wollen? Ja, ich will sagen, dass wir sind mehr, als wir denken über sich, ja, so über uns. Wir haben mehr Kraft und wir können fast alles überleben. Und wenn wir wollen, etwas zu verändern, wir können das machen. Manchmal ist es genug, nur zu beschließen, dass ich will das ändern. Ich will das nicht mehr leiden. Manchmal ist es genug, nur im Kopf ja, ich muss beschließen, ja, so. Und dann alles könnte verändern, ja. Und manchmal man soll auch um eine Hilfe zu fragen, ja, es ist auch okay. Und ich kann sagen, dass Universum oder Gott, egal was man glaubt, ja. Dieses Universum hat keine Hände, aber sie hat unsere Hände, ja, so die Leute, die sind überall, auch in deinem Kreis oder so. Man soll manifestieren, so man soll etwas tun. Wenn man ein Opfer ist, dann er nur leidet und nichts tue, ja, aber wenn ich eine Schöpferin, ja, so bin, dann ich etwas tue. Ich könnte in Odessa, ja, so sein und dort diese Hölle jeden Tag überleben, ja, emotionell auch, ja, so wie es gibt so viel Schmerz, wenn man sieht, ja, wie Kiew oder Kharkiv ist zerstört. Ich liebe diese Stadt, aber ja. Aber ich habe beschlossen und ich habe etwas getan, ja. Ich habe diese Website-Unterkunft in Wien gefunden, ja. So, ich war absolut alleine und ich habe nichts hier. So, ich habe keine Freunde oder Bekannten hier. So, ich habe auch so viele Ängste, du könntest nicht vorstellen. Ich bin alleine, ja, so, ich kenne niemanden in Wien. Wo werde ich schlafen oder was essen? Ich habe ein bisschen Geld gespart, ja, so, erspart, ja, so, ich war glücklich. Viele Leute in der Ukraine, sie wirklich im Not und wirklich überleben. Gott sei Dank, ich und meine Familie, wir haben ein bisschen, ja, so, erspart, ja, so, Ersparnis, so wie sagt man, Erspartes, ja. ja, so, aber es ist nicht genug. Ja, Wien ist eine teure Stadt, wirklich. Und was ich empfehlen kann, ist, man soll etwas tun, ja. Und ja, natürlich diese Energie und Kraft und Mut zu haben, ja. Ich war nicht immer so Mut, ja, so, ich hab nicht so viel Mut, ja, und diese Kraft in mir, ja, so ich bin sehr dankbar, ich habe schon erwähnt, ja, so meine Mentor, ja, Svetlana Chistova, ja, sie hat mich wirklich unterstützt und sie ist jetzt in Deutschland, ja, könntest du das vorstellen, ja, so sie ist nicht weit von mir und wir unterstützen auch einander und
So manchmal es ist auch okay, um eine Hilfe zu fragen. Es könnte eine psychologische Hilfe, so wie zum Beispiel Svetlana am Anfang. Es war wirklich eine, ja, so psychologische. Sie ist auch Psychologin, so Heilmeister, so wie kann man sagen? Ja, so Healer, ja, so Energy Healer. Ja, so es ist wirklich sehr wichtig, jemanden zu finden, der dich unterstützen kann, viel Kraft und Mut zu geben. Und dann, man soll beschließen, ich muss und ich will etwas verändern. Und dann erste Schritte machen. Und dann alles verändern können, ja, und diese Umwandlung, ja, so, es passiert so schnell. Ja, so, und ich habe so schöne Erfahrungen hier in Wien gemacht, ja, so, ich bin so offen, ja, so, und ich vertraue diesem Universum und Gott, so kann man sagen, ja, und ich ziehe wirklich schöne Leute und Ereignisse in meinem Leben an. Und ich glaube in das und ich glaube in das und das funktioniert in meinem Leben. Wunderschön, wunderschön. Du bist nun, wie lange in Wien, Mila? Sag's nochmal genau, Ja, seit? für einen Monat und halb, ich denke, Ja, ja, so. Das heißt, du hast in Wien gute Erfahrungen gemacht. Wenn du sagst, Hilfe beanspruchen, hast du ein Rotes Kreuz gehabt oder irgendjemanden von Hilfsorganisationen, die dir geholfen haben? Oder warst du wirklich ganz auf dich alleine gestellt? Ich bin ganz auf mich alleine. Ja, ich wollte nicht in diesem Refugee Camp, ja, zu sein. Es ist auch nicht einfach für die Leute aus der Ukraine. Wir fliehen nicht von der Armut, ja, wir fliehen von dem Krieg. Und viele Leute haben sehr gutes Leben gehabt. Glaub mir, sie haben alles, ja, ein gutes Auto, eine gute Wohnung, genug Geld, sie sind viel gereist, ja. Aber jetzt viele Leute, sie haben das verloren. Und manchmal, man kann sehen, eine Frau, ja, die sieht so gut aus, aber vielleicht sie hat kein Geld für das Essen, ja, weil in Wien alles so teuer ist, ja. Es könnte das sein. Und ich habe beschlossen, mein Leben in meine Hände zu nehmen, ja. Und ich habe eine schöne Unterkunft gefunden, ja. Aber es war meine Arbeit, ja. Also es war nicht nur Glück, ja, so aus dem Himmel. Nein, ich habe für das gearbeitet, ja. Und das ist genau, was ich wollte mitteilen, ja. Sie müssen, wenn man will etwas, man soll etwas tun für das, ja, um das zu kriegen, ja. So. Was sind denn deine Träume? Wenn du so in die Zukunft blickst, was wünschst du dir denn für dein Leben? Ja, natürlich, ich wünsche für mein Land die Frieden, ja, den Frieden, ja. Aber ich will mich hier integrieren, ja, und einen Job zu finden, ja, und vielleicht auch meine Eltern zu unterstützen, ja. So, ich will ein gutes, normales Job zu finden, um eine Wohnung hier zu leisten, ja, und das normales Leben zu haben. Was ich auch wollte, ich habe so viel in mir, was ich teilen kann. Und was hat mir die schrecklichsten Momente überleben, ja, also was hat mir geholfen. Und jetzt, es gibt einen Plan, ja, sie haben schon Pläne hier, ja, dann war diese internationale Organisation. Ich werde, vielleicht diese oder nächste Woche, ja, so, ich werde auch einen Meditationskreis organisieren, ja, so kann man sagen, auch Frauenkreis, ja,
wir Frauen, wir könnten so verbunden uns zu fühlen, ja, und auch miteinander teilen, was wir fühlen, ja, so wir können uns wirklich helfen. Leider, es gibt so viel Konkurrenz manchmal zwischen Mädchen, ja, oder Frauen, aber zusammen, wir sind eine echte und große Kraft, wirklich. Und ja, das ist auch meine Träume. Ich will mitteilen, ja. So, ich habe so viele Energy Practices, diese Chakra Healing, ja, und Meditation, die uns helfen kann, die mit unserem emotionalen Zustand helfen, ja, so kann, dass man fühlt sich besser und entspannter. Auch das beeinflusst auf unsere Gesundheit, ja, so. Und was die Beste ist, dass man mit dem Kopf und diese Gedanken, ja, so man kann still so sein und nicht so nervös und nicht so viele Gedanken zu machen und negatives Szenario. Man soll nur mit dich verbunden zu fühlen und zu sein und diese innere Kraft zu finden. Und wenn man diese innere Kraft findet, dann du kannst alles überleben. Glaub mir, alles, egal wo du bist, in jeder negative Situation, man kann auch positive sehen. Ja, zum Beispiel jetzt, ich schätze meine Familie, ja, ich habe verstanden, was wirklich wichtig für mich, was ich kann schätzen. Ja, das wirklich nicht nur, es ist nur ein Wort, ja, schätzen, aber jetzt, ich kann fühlen, genau was ich sage. So, ja, das ist mein Traum, auch mit anderen zu teilen. Wie kann man diese innere Kraft so finden? Und mit dich selbst verbunden zu sein und diese Schöpferkraft zu fühlen und ja, das Leben umwandeln. Ja, so. Es ist wirklich eine, Transformieren, es ist ja. wie eine, ja, es ist Zauber. Glaub mir, es ist alles ist möglich. Jetzt, meine Leben ist auch wie ein Paradies, ja, und alles ist möglich. So. Das ist genau, was ich will, dass jede Person kenne das. Wunderschön. Liebe Mila, du hast jetzt so viel erzählt. Wie würdest du im Moment, gerade jetzt, dein Gefühl beschreiben, wenn du so ein paar Worte dafür finden kannst? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr glücklich, echt, ja, so. Ich fühle mich entspannt, glücklich und sehr dankbar für diese Zeit, ja, mit dich auch verbringen, ja, dass ich habe eine Möglichkeit, hier etwas, was ich habe, ja, hier in mir, in meinem Herz so mitteilen, so, ich bin sehr dankbar. Das ist genau, was ich sage, wenn man so offen und wenn man mit dieser inneren Kraft verbunden ist, dann man kann so tolle und nette, ja, Frauen wie du zum Beispiel anziehen, ja, und schöne, Dankeschön. diese schöne auch Energy Exchange zu haben, es ist wirklich unglaublich. Und das ist genau, was ich meine. So, was wir haben im Inneres, dann wir sehen das im Außerwelt, ja, so, das ist, wie funktioniert das. Liebe Mila, jetzt verstehe ich auch mehr, warum ich mich zu dir so hingezogen gefühlt habe, ohne dich wirklich zu kennen, aber ich glaube, wir haben da eine sehr schnelle und gute Connection gehabt, Ja, oder? genau, ich bin ganz einverstanden, ja. Dass uns da irgendwie zueinander geführt hat. Und Du bist auch so offen, herzlich und so warme Person, ja, so. Ich habe das auch gefühlt, ja. Dankeschön, liebe Mila. Liebe Mila, ich danke dir herzlich, nochmal gesagt, für die Offenheit, für deinen Mut, als Zeitzeugin so vielen Menschen auch Mut und Kraft zu geben, dass sie Hoffnung haben, eben nicht aufgeben sollen und dass die Hoffnung an eine bessere Welt lebt. Ich möchte nicht sagen,
stirbt. Ich möchte dieses Wort nicht in den Mund nehmen und dennoch habe ich es gesagt, um eben auch diese Gegensätze zu zeigen. Und ich möchte auch so mit den Worten von Goethe sprechen, der gesagt hat, es ist Zeit, dass sich die Dunkelheit wieder in das Menschsein kleidet. Und ich denke, gerade diese Dunkelheit gibt uns aber auch die Kraft und die Möglichkeit, mehr Licht ins Leben zu bringen, mehr Liebe, mehr Zusammenhalt, mehr Verbundenheit. Egal, wo wir sind und wo wir leben, wo wieder Würde, Zusammenhalt und Gemeinschaft uns selbst, das emotionale Immunsystem, aber auch das psychosoziale Immunsystem stärken kann, damit Ausgrenzung, Krieg, Hass, Niedertracht, Ignoranz und vieles mehr keinen fruchtbaren Boden mehr haben. Die schönste Form, liebe Mila, der Anerkennung ist Wertschätzung. Und ich habe jetzt so stark herausgehört und vor allem Dankbarkeit, dass du so dankbar bist für ja, das Wunderbare. Und ich denke, das Wunderbare ist aber auch im Kleinen verborgen, ja, das genau. Wir oft nicht sehen, oder? Ja, genau. Ich bin ganz einverstanden. Ja, wunderschön. Behalte die Liebe in deinem Herzen. Und ich möchte jetzt ein schönes Bild malen. Ich arbeite ja sehr viel mit Bildern und male auch selbst Bilder und in Metaphern. Ein Leben ohne sie ist wie ein Garten ohne Sonnenblumen. Das heißt, behalte die Liebe in deinem Herzen. Ein Leben ohne sie ist ein Garten ohne Sonne und Blumen, sagt Oscar Wilde. Und jetzt möchte ich dich aber trotzdem fragen, wie würde denn dein Blumengarten oder dein Garten aussehen? Ist er eher wild gewachsen oder hast du welche? Welche Blumen liebst du denn? Liebst du Blumen? Ja, ich liebe Blumen, ja. Wie schaut dein Lebensblumengarten aus? Wie im Hinter. Ja, es sind so viele verschiedene Farben. Ja, sie sind so schön und das riecht so gut. Ja. Ja. Ich kann das fühlen, es ist nicht so einfach zu beschreiben. Ja, das sieht so wunderschön aus. Ja. Wunderschön. Ja, wir sitzen jetzt bei mir und wir riechen auch die Lilien, ja, die da hineinduften. Ja, ich liebe die Lilien. Sehr gut. Sie sind tellergroß und so schön und das ist so jedes Mal unglaublich schön, ja. So schön zu sehen, zu riechen, zu fühlen. Und so sind wir natürlich auch mit der Natur verbunden und die Natur spielt wahrscheinlich für dich auch eine große Rolle, wenn du Blumen liebst. Ja, also natürlich. Gibt sie auch Kraft. Die Natur gibt uns alle ein großes Kraft. Wenn man fühlt so schlecht oder emotionell erschöpft oder zu viel Gedanken und negativ, egal was, man soll mit der Natur verbunden zu sein. Und in Österreich, sie sind so begabt, alle hier, nicht begabt, aber so, es ist wirklich, es ist eine unglaubliche Chance, hier zu geboren zu werden oder hier zu wohnen. Ja, die Energie von diesem Land ist auch sehr stark und sie haben so viel Natur, unglaublich und schöne Natur. So ist okay, es ist Wien, es gibt so viele Leute hier, aber auch so viele Parken, ja, aber draußen, es ist unglaublich, Salzburg-Gebiet oder Tirol, die ganze Österreich. Es gibt so viel Kraft und Energie im Außen. Sie sollen nur die Augen öffnen, ja, und nur das berühren und fühlen. Wirklich. Ja, deshalb ist ja Wien, um eine eigene Werbung zu machen, seit schon einigen Jahren die lebenswerteste Stadt, auch einer der grünsten Städte. Das heißt, um Wien herum gibt es ja den Wiener Waldgürtel. Ich glaube, da werden wir vielleicht auch einige Ausflüge gemeinsam machen, damit du noch mehr sehen kannst. Ja. Ich liebe die Natur hier, es ist unglaublich schön. Ja, genau. Warst du schon mal vorher in Wien? Bevor dem Krieg, ja, ich habe schon gesagt, ich bin viel gereist, ich war überall in Europa, wirklich überall. So, ich habe ein schönes Leben gehabt, ja, so, ich bin sehr viel gereist. Ich war in Österreich, bevor, ja, so, mir gefällt hier, ich erinnere, dass es gefällt mir hier, so, ich habe beschlossen, hier zu kommen. Das heißt, es war deine freiwillige Entscheidung, nach Wien zu kommen, ja, du hättest vielleicht woanders auch hingehen können. Ja, ich spreche Deutsch und ich überlegte, so, wo soll ich gehen, ich wollte vielleicht Zürich oder Berlin oder Wien, so, ich habe beschlossen, hier zu kommen und ich bin sehr glücklich hier, wirklich. Es ist ein schönes Land und hier wirklich, die Natur ist unglaublich schön und man kann dort Energie tanken, wirklich, nur mit Barfuß, ja, so barfuß, es ist ein bisschen spazieren gehen, glaub mir, es ist genug, es ist wirklich, manchmal ist es genug.
wenn man konzentriere sich, ja, achtsam, achtsam, ja, und man kann fühlt diese Verbundenheit mit der Natur und mit diesem Land, ja. So ein Gefühl, sich wieder zu besinnen, ne? Also zu besinnen heißt ja wieder mit den Sinnen wahrzunehmen, ja, zu spüren, wieder so schmecken, riechen, ja, ja, schauen, was man wahrnimmt. Genau, so wie wenn wir in diesem Moment dann wie echt, wie wirklich leben, wenn wir in unsere Gedanken, ja, so und habe denken über unseren Job oder Boss oder genau diese negative Szenario, wir sind nicht hier, wir sind irgendwo in Zukunft, wir haben so viele Ängste oder in Vergangenheit, ja, vielleicht wir leiden über etwas, ja, aber wenn man hier im Moment, das ist genau, wenn man fühlt, das Leben und wirklich Leben ist, wenn man fühlt, dieser Wind zum Beispiel, ja, die berührt deine Haut, oder wie schmeckt dieser Kaffee, oder was fühle ich jetzt, oh mein Gott, was sehe meine Augen, in Österreich alles ist so schön, es ist wirklich ein Paradies für die Augen, egal wo bist du, in welcher Stadt oder in der Natur. So, das ist genau, wenn man in sich ist, konzentriert, ja, und in diesem Moment, man hat so viel Energie, ja, so Energie tanken, ja, so in dich zu sein und diese fünf Gefühle zu nutzen und dich fühlen, so, was ich fühle jetzt. Ja. Ja. Dann bist du so in einem Zustand auch wieder, den ich auch immer wieder erwähne, so der Zustand des Fließens, oder? Dieses, ja, in dem Fließen ist das, genau. Wenn wir schon das im Naturbild sind, so es fließt, ja. Im Vertrauen und im Vertrauen, ja. In dieser Achtsamkeit und ja, in diesem Respekt und dieser Wertschätzung, Dankbarkeit. Ja, dann man fühlt, dass er nicht alleine ist. Genau in diesen Momenten. Man fühlt alles, ja. Verbundenheit. Ja, man soll nur diesen Willen zu haben und ja, diesen Wunsch zu haben und ein bisschen konzentrieren und dann man kann das fühlen. Ja, wunderschön. Danke für diese, danke. Diese wunderschönen Worte. Ich wünsche dir, liebe Mila, ich habe schon gesagt, alles, alles Liebe, viel Freude, Liebe. Deine Wünsche sollen alle in Erfüllung gehen. Danke. Dass du dich weiterhin so ja, in dieser Verbundenheit erleben kannst. Denn wie gesagt, das ist die beste Medizin gegen Angst und Ohnmacht. Alles, alles Liebe. Ja, genau. Liebe, so. Wir sollten mehr verschicken, diese Liebe. Danke für die Einladung. Gerne. Alles Liebe.